Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei den Schlacke-Weltmeisterschaften mit mir, dem Chrissy. Und unser Schiff hat Siedlung entdeckt. Aha, okay. Was kriegen wir dafür? Ein Frachtschiff für rote Konstruktionsteile. Alter Falter. Sehr schön. Gefällt mir. So, was andere können wir nicht erreichen, weil zu weit weg. Okay, dann bitte ab nach Hause. So, können wir das mal bauen jetzt hier bitte? So, Siedlung ist jetzt wieder ein bisschen hoch geworden. Alles klar, wir haben keine Dings mehr, die... Alter, wir haben nichts mehr hier, gar nichts mehr. Wir haben null Stahlplatten gerade. Warum? Weil die nichts verkippen. Und warum verkippen die nichts? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Und vor allem, wie kriege ich das wieder weg? Wie kriege ich denn diesen Abfall hier wieder weg? Den kann ich ja bloß wegbaggern, oder? Ja, kann ich eigentlich nur wegbaggern, ja. Schiff ist wieder da. Ach, wie die Ameisen jetzt. Die bullen da hier nur noch Schlacke aus. Was ist denn das hier? So, Kohle ist nicht unser Problem. So, getankt hat er. Also, was ist da? Gibt es ja eigentlich einen Tabulator, ist die Weltkarte. Alles klar. Okay, dann fahren wir mal da hin. Nicht genug Wartung. Nicht schon wieder, Alter. Oh, nicht schon wieder. ...84 Wartung macht der. Alter Vater. Der braucht aber 24 mechanische Teile und die kommen schon wieder nicht. Die mechanischen Teile, warum nicht? Weil immer noch Stahlplatten fehlen. Ach, das gibt's doch nicht. Es fehlen Stahlplatten, weil die scheiß LKWs das nicht abladen können. Weil ja auch ja kein Eisen mehr kommt. Wir brauchen eine riesengroße Abkippfarm hier. Wir müssen ein Riesenloch buddeln und müssen das aufkippen. Aber was ich nicht verstehe, hier steht, sie dürfen hier da verkippt werden. Erde. So, Erde ist da.
da verkippt werden. Jetzt geht das wieder los, ey. Fehlen Stahlplatten und Zahnräder. Ja, weil die hier kein Eisenerz kriegen. Kein Eisenerz. Fahren die denn mit dem Eisenerz hin? Ich verstehe es nicht. So, wo fährt denn der hin? Ja, der fährt da rein, ja. Prozent. Aber hier, laut Stahl, naja, die Stahlplatten sind schon rot auf jeden Fall, ja. Aber was soll ich jetzt noch machen? Da muss ich ja noch ein Eisenvorkommen anbohren hier. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich meine, klar, man könnte jetzt hier den noch ein bisschen dünner machen und noch einen zweiten Bagger ansetzen, ja. Könnte man wohl machen. Weil der buddelt doch nur Stein aus hier. Ja. Nur hier Stein. Okay, das heißt, wir müssen die hier... Die hier mal langsam bauen hier. Dazu brauchen wir aber Baukonstruktionsteile, das heißt, die müssen wir anschalten. Ja, die brauchen auch alle Stahlplatten, das ist das Problem. So, Fahrzeuge, bauen wir gerade welche? Ja, wir bauen gerade welche. Okay, dann... Wenn das fertig ist, mache ich hier die Fahrzeugteile aus. Erstmal. Komm, brechen wir ab. Brechen wir ab, brauchen wir nicht mehr. So, wo sind hier die Fahrzeugteile? Kurz mal Pause, bitte. So, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr... Dings hinkriegen. Und zwar drücken wir mal C. So, das ist erstmal unser Eisenlager. Kohle haben wir hier ein bisschen was rausgeholt aus dem Berg. Das ist okay. Die können jetzt nichts weiter machen. Verstehe ich auch. Kupfer sieht gut aus. Die können auch nichts mehr verklappen, weil wir kein Kupfer mehr brauchen. Das ist auch gut. Wo haben wir denn hier noch Eisen? Hier hinten hatten wir doch noch irgendwo Eisen. Hier ist ein riesen Eisenvorkommen. Ah, da müssen wir erstmal hier was bauen. Was ist denn das hier? Ah, das ist schon scheiße. Da müssen wir hier eine Rampe bauen. Okay. Können ja eine Rampe bauen. Ich weiß nicht, wo ist dieser Scheiß drauf. Was ist denn der? Alter. Wo ist dieser scheiß Turm? Hier. So, ich möchte jetzt gerne hier... Möchte ich jetzt gerne eine Auffahrt haben. So. Und zwar... Jetzt brauchen wir erstmal einen Bagger.
Dazu müssen wir aber die jetzt wieder anmachen. So, und jetzt Verkippungsgebiet. Nein. Nein. Brauche ja gar nicht so dick sein. Was mache ich denn hier für einen Müll, ey? Da macht alles weg, ne? Och Mensch. Wie baue ich denn da Rampen? Das geht ja nur mit Aufschütten, oder nicht? Verstehe das nicht. Verstehe sie nicht. Ich verstehe es nicht. Das dauert ja 3 Jahre, bis sie da hochgebuddelt haben. Die kosten noch alle einen Haufen Geld, obwohl sie nichts machen. So, der mit Holz weiß auch nicht, was er machen soll. Okay. Wir gucken mal, wo unser Schiff ist. Oh, was haben wir hier rausgefunden? Mhm. Lars, können wir mit dem nachher traden. Hühner! Wie geil ist das denn? Verträge. Ich muss Zement liefern. Okay. Haushaltsgeräte. Den Kupfererz. Haushaltsgeräte? Was kann man denn nachher noch alles machen, Alter? Ach komm, jetzt ist Sprit alle hier. Zurück nach Hause. So. 97% sind wir jetzt gerade wieder. Also kommt jetzt wieder Eisen. Weil die ja nämlich wieder verkippen können. Und zwar verkippen die nämlich jetzt hier oben, oder was? Verkippen die wirklich da oben? Aber wir haben hier noch ein Verkippungsgebiet. So, dann sollen die da oben verkippen, genau. Was, ich kann noch mehr verkippen, oder was hier ist hier? So, wenn die jetzt hier verkippen, dann bauen die mir eine Straße. Oder nicht? Ich verstehe es nicht. Hier kommt kein Eisenerz an. Die kippen das hier hin. Warum? Kipp's doch nicht da rein, kipp's doch da rein. Das Ding hat Prio 1, ja. Und die kippen es nicht rein. Gib's doch mal rein, verdammt. Ich raff's nicht. Was ist, wenn ich das jetzt wegbaue? Ist es dann weg?
fehlerhaft eingestellt, wie immer. Ach, Chrissy, ey. Mein Arm ist schon ganz lahm. Das heißt, wir haben den Stützmauern hergestellt. Ah, Stahlplatten und Beton, ist klar. Wo Beton ja auch so viel haben. So, ja, das sieht doch gut aus bis jetzt. Jetzt, guck mal, jetzt geht's doch wieder los hier, außer die Stahlplatten, aber das kriegen wir auch hin. Encoder überlastet, hat er gerade gesagt. Mhm. Okay, also ist das hier alles nur eine Einstellungsfrage, ich sehe schon. So, ist alles voll. Kohle ist voll, Öl ist voll. Okay, dann kann der jetzt wieder mal los. Tabulator. Wir gucken mal, was wir hier haben. Dekonstruktionseffizienz freigeschaltet. Was auch immer das heißt. Oh, mein Arm ist eingeschlafen. Was ist denn los, ey? Also das mit der Luftzerlegeranlage, das bauen wir gerade noch nicht. Da habe ich gerade noch keinen Bock drauf. Meerwasserentsalzung, ja, könnten wir machen. Aber da kriegen wir mehr Wasser, ne? Mit dem kann ich ja noch nichts anfangen. Das müsste man dann noch zerlegen vorher, irgendwo elektrolysemäßig oder so. Hier in der Destillerie, genau, die kann das nämlich. Die kann mit Kohle, kann die Sohle herstellen. Ach du Scheiße, da können wir doch bestimmt nachher noch irgendwas mitmachen. Das wird immer komplizierter, ja. Aber so, das hat mich lange im Spiel nicht so gefesselt. Was so technisch ist, ne? Biogasanlage, ja, könnte man auch machen. Was? Plus Kompost. Es gibt Brenngas plus Kompost. Und Kompost ist nämlich der Dünger, den wir hier auf dem Acker kippen können. Wahrscheinlich. Wegen fehlenden Dünger, genau. Das heißt, wir müssen das eigentlich doch machen mit der Biogasanlage. Och, ist die klein. Ich hätte gedacht, die wäre größer. Komm, wir bauen mal eine. So, da muss rein Kartoffeln und dann kommt raus Gas. Also müssen wir einen Tank nehmen hier. So. Und hier kommt rein Gas. Brenngas. Und wir brauchen... Was kommt hier noch raus? Kompost kommt raus. Das ist ja dann das Kompost-Schüttgut. Kompost ist Schüttgut, genau. Geh mal weg da, Hoshi. Oh ey. Kann ich das mal verbinden? Nein. Nein. Oh, nein. Nochmal, der möchte mit dem verbunden werden. Verstanden? Produkt wählen, Kompost. Hammer. So, der braucht Kartoffeln. Biogas hat kein Rezept ausgewählt. Wovon haben wir denn noch am meisten? Von gar nichts. Sehr schön. Dann nehmen wir Kartoffeln. Wovon haben wir denn am meisten? Von gar nichts. Aber sie können ja mal was reinschmeißen. Hier können wir ein paar Kartoffeln. Jetzt kommen wir mit Kartoffeln an. Jetzt kommt daran nicht. Sind die besser? So, Kartoffeln sind drin. Alles klar. Ja, mach voll das Ding. Nicht so, dass unsere Leute hungern würden, ja? Also. Ist egal. Oh, jetzt haben sie die ganze Zeit Kartoffeln darin gescheuert. Na, der Mantau. So, und warum sind unsere Kartoffeln jetzt eigentlich so kacke? Also, wir haben jetzt hier. Also brachliegen heißt Fruchtbarkeit, ja. Aber da steht nicht wie viel. Na warte mal, wir machen mal das Brachliegen weg. Machen eine Grünphase. Machen eine Kartoffelphase. Machen eine Grünphase. So. Genauso, wir machen eine Kartoffelphase, wir machen eine Grünphase. Wir machen eine Kartoffelphase, wir machen eine Grünphase. Weil ich glaube nämlich, dass das hier oben auch gut funktioniert.
Da sind wir bei 74,5. Hier sind wir schon bei 81. Oh, dann habe ich wahrscheinlich was falsch gemacht. Dann machen wir eine Ruhephase. Dann machen wir Kartoffeln. Dann machen wir eine Grünphase. Genau so machen wir es. Genau, und hier machen wir eine Ruhephase rein. So, genau. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier machen wir eine Ruhephase rein. Hier eine Ruhephase rein. Und hier auch eine Ruhephase. Oh nein, warte, das war falsch. Hier eine Ruhephase rein. Boah, 88,6. Jetzt haben wir es bestimmt alles kaputt gemacht, aber ist egal. Ist egal. Ist mir egal. Es hat geregnet und wir haben ein bisschen Wasser gekriegt, das ist gut. 71%, naja, ist nicht so doll. Das Bodengleichgewicht ist blöd. Oh, jetzt geht das schon wieder los mit der Wartung. Ich kriege eine Macke, ey. Warum denn? Was fehlt denn schon wieder? Zahnräder. Es fehlen schon wieder Zahnräder. Warum? Weil schon wieder Stahlplatten fehlen. Warum? Weil die hier nicht klarkommen. Ja, jetzt haben die schon wieder voll gemacht hier. Alter. Kommen sie an die Schüssen. Das ist einfach Missmanagement, ja? Missmanagement vom Chrissy ist das hier. Ihr seht, was ich meine gerade, was ich mache, ja? Seht ihr? Gut, alles klar. Oh, nun mach doch mal hin hier, ey.
Können Sie dann noch drunter durchfahren? Ich hoffe. Muss ich jetzt mal teilen hier den Scheiß, ne? Aber ich denke mal, so macht das schon Sinn. Dann will sie nicht zurückbauen. Na, ist egal. Leckt ein bisschen. So. Wie sieht's aus? 40% plus noch. Es wird jetzt immer schlimmer gerade. Es fehlen immer noch die Zahnräder. Ah, die hat jetzt einen Ein- und Ausgang. Ah. Oh, das sieht auch geil aus hier, ne? Mit dem Hinterhof, ey. Das ist geil. Den Zahnrädern und so. Okay, der braucht also Zahnräder und Elektronik. Aber das sieht ja ganz gut aus, weil die machen es ja jetzt gerade hier. Oh, Standort erkundet. Okay, was haben wir? Hooray. Okay. So, wie sieht's aus mit dem hier? Hier können wir wieder nicht erkunden, weil wir müssen erstmal tanken. Na denn. So, das sieht doch schon gut aus. Hier sind 40 drin. So, mit der Kartoffelze geht's aber auch abwärts, du. Wegen der scheiß Biogasanlage hier. Aber wir haben schon Dünger drin. Und eine fette Ladung Brenngas. Ich hoffe, dass das nicht explodiert. Ich hoffe nicht, dass es explodiert. Jetzt haben wir ein Problem, mein Freund. Das Rohöl ist schon raus hier. Das haben sie sich schon weggeholt. Das haben sie hier schon reingebunkert. So, hier ist unser Bötchen. Unser Bötchen hat geladen. Okay, dann gucken wir mal hier nach hier unten. So, wir haben Dünger. So, wie kriegen wir den Dünger jetzt hier rein? Wie funktioniert das? Jetzt ernten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie kriegen wir jetzt den Dünger? Der erzeugt Kompost. Haben wir das noch nicht gelernt vielleicht? Das kann natürlich sein. Fortschrittlicher Diesel. Ach du Scheiße, Alter. Saures Wasser. Gasfackel. Alter, Destillation. Kohlenstoffkohle, ja, ist klar. Alter, ey, was? Hör auf, ey. Frachtdepot. Frachtschifftechnologie. Oh ja, bitte. Machen wir gleich. Jetzt machen wir Fahrzeugverwaltung 2 als erstes. Was heißt das? Plus 20 Fahrzeuge, genau. So, jetzt lass mich mal gucken hier. Was haben wir denn hier alles schon gesehen? Schiffswaffen hatten wir, ja. Wobei ich krass finde, dass wir das eigentlich... Dass wir das überhaupt brauchen. Energieversorgung für die Siedlung, genau. Das brauchen wir auch noch. Oh Gott, da muss man noch mehr Dings machen. Wir haben Verordnung 2, Wassersparer. Weizenanbau, was gibt es denn da? Da gibt es eine Mühle und eine Backanlage, das ist ja auch bloß für die Leute. Schiffspanzerung auch klar. Stahlverhüttung. Zollstoff-Blaskonverter. Luftzerleganlage, gekühlte Gießerei. Alter.
Was hier alles gibt, ey. Das ist unglaublich. Lebensmittelmarkt 2. Gasverbrennung, genau. Heizkessel für Gas. Okay. Was ist das? Schwungrad, Turbinensteuerung. Bietet mechanische Energiespeicherung und die Fähigkeiten des automatischen Ausgleichs für Turbinen. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Was haben wir hier noch? Organische. Ach, hier kommt das erst. Organische Düngemittel. Das haben wir ganz zum Schluss gemacht. Naja, den können wir erstmal Zeug erstellen hier. Mischer. Muss ich einen Mischer nehmen? Dann kommt da Zeug drin und Wasser. Dann habe ich Biodünger organisch. Tierfutter. Tierfutter. Alter, nicht genug. Warum? Ihr sollt nicht. Ihr sollt nicht wachsen. Gottes Willen. Gottes Willen. Biogas in Lore. Spinnbar. Bauer Manfred und Schaupjörs und Biogas und Lore aus dem Westen gekriegt. Und irgendwie läuft die so komisch. Die riecht auch immer so seltsam. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich hab da mal angerufen und die kommen, die haben gesagt, das ist normal. Das war mir nicht klar, als ich das gekauft habe. Ich glaube, das gebe ich wieder zurück.